Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Und ja, schöne Aussicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir hatten letztes Mal dieses Buch besorgt und jetzt müssen wir mal das mit dem Generator klären. Oder volle Energie? Fremd in einem Land. Was ist das mit der Stromversorgung? Optional haben wir mit dem Vicar gesprochen. Die Nachricht überbringen. Okay, Reed hat sich gebeten, die Nachricht. Na gut, dann bringen wir erstmal die Nachricht und dann gucken wir mal, wie sie reagieren. Muss ich gerade ein bisschen orientieren. Ein bisschen falsch rausgegangen. Ich bin mal gespannt, ob die Areale später größer werden. Oh, die sind aber schon mal vorbeigelaufen. Oh. Here they come. Don't mess with us. Zack. Wie kann ich das Lagerfeuer übersehen? Untersuchen. Aufzeichnungen. Fortpflanzungsgewohnheiten des Petroch irgendwas. Cain Wayne Ecker auf Terra 2, zugewiesener Ethologe im Auftrag von Spencer's Choice. In dieser Woche habe ich beschlossen, die Paarungsgewohnheiten der Viecher zu studieren. Die weiblichen Viecher verlassen morgens ihre Nistbereiche und kehren nachmittags mit zufällig erscheinenden Objekten zurück. Zumeist Dingen, die blinken oder glitzern. Mit diesen Objekten konstruieren sie Kunstwerke und führen eine Art Tanz für das männliche Publikum auf. Wenn ein Männchen mag, was es sieht, ziehen die beiden ab und nisten zusammen in einen der nahegelegenen Bäume. Geralt, falls du das hier liest, ich habe es satt, auf dich zu warten. Sammle meine Sachen ein und triff mich am nächsten Standort. Und verspäte dich nicht. Ich erwarte von meinen Assistenten Pünktlichkeit. Ja, aber... Ach, das ist der Assistent. Okay. Das heißt, wir haben noch eine Möglichkeit, sie quasi zu finden. Oh, was gibt's denn die Vögel hier? Ach, das waren sie sogar. Oh! Die sind nicht lustig. Die greifen mir einen an. Ja, und den Namen konnte man ja auch gar nicht aussprechen. Perorochen. Ach, was weiß ich. Es ist tot. Das ist wichtig. Wir haben es erschossen. Wir haben es gejagt und vernichtet. Das sieht auch aus, als ob man es einsammeln kann. Ach ja, wir wollten die Mission machen. Da hoch. Hier gibt es überall Sachen und Sachen, wo man mal gucken kann. Hier waren wir auch noch gar nicht. Guck mal, sieht aus wie so ein Kanister hier. Aber den können wir nicht öffnen, ne? Das ist mir zu hot da in der Ecke. Ah, da kommt der Messi in mir raus. Man kann sammeln. Alles sammeln, mitnehmen. War hier schon mal? Nö, anscheinend nicht. Gut. Ah, die verstecken sich im Botanikalabor. Ich glaube, ich habe noch eine Fertigkeit zu weil die vier, die blinkt da noch oben links. Achso, hier waren wir auch. Das finde ich schon mal gut. Die Gegner spawnen nicht. Das finde ich super. Ich hasse sowas, wenn die Gegner einfach wieder spawnen. Nur um die Spielwelt zu füllen. So kann man mich meistens dann natürlich auch wieder aufsteigen und Punkte machen. Oh, den habe ich damals... Ob da was Tolles drin sein wird? Ah, komm, gucken wir mal. Wehe, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht.
Okay, es war ein Revolver drin, aber... Ah, da ist noch so ein Dorf, was wir noch nicht gesehen haben, ne? Ah, man könnte sich das auch angucken. Dann sind wir schon quasi durch mit der Karte. Hier waren wir. Ich glaube, hier auch. Transport. Okay, die vielleicht nicht. Aber doch, hier waren wir auch. Doch, hier waren wir. Verlassene Außenposten. Ach, gucken wir uns das auch nochmal ganz kurz an. Gut, da ist eine Höhle. Irgendwelche Scheißviecher. Die ich jetzt nicht mag. Da gehen wir mal nicht lang. Sind das normale? Nein, sind natürlich nicht normale. Überlegen wir mal, wie können wir die am besten ausschalten? Es ist, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 2 Nahkämpfer. Also die Viecher auf jeden Fall sind Nahkämpfer. Oh, da kommen Leute, die habe ich noch gar nicht gesehen. Havati! Er schreit dann rum. Okay, die haben wir ja ganz easy peasy platt gemacht. Also Havati, du bist eine Killermaschine. Eine süße Killermaschine. Ich mag die. I don't know anybody who ever came out this far. Wieder viel Kram zum Wegschmeißen. Oh, der hat dann was mit einer Gasmaske gehabt. Gasmasken sind immer toll. So. Ach, hier liegt auch einer. Wer hat den getötet? Hier ist zu. Oh. Bist du, was hast du für einen Auftrag? Achso. Defekter Roboterwachposten. Und eine Mine. Ja, super. Habe ich toll übersehen. Sowas kann nur ich. Energiezellen kann man immer gebrauchen. Bestimmt für Energiewaffen, wie bei Fallout. Ach, das Erkunden macht irgendwie Spaß. Da ist noch eine Mine, aber ich glaube, da müssen wir nicht lang. Da hinten stand noch eine Person. Gucken wir erstmal hier in die Räumlichkeiten. Hallo, hallo. Ah. Gut, dass wir nicht gegen diese Roboter kämpfen müssen. Ich glaube, die hätten zum Arsch und die Ohren lang gezogen. Oh, ein Schluck Kaffee. Mmh. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Tür ist auch wieder zu. Gehen wir nochmal hier lang, falls wir nochmal eine Leiche finden, wie die hier. Die wir vielleicht noch nicht gelootet haben. Perfekt. Ich hoffe, dass da, wo wir hingehen, auch die Leute einen Händler haben. Die sind jetzt aber... Hm. Sind bestimmt schon überfüllt, oder? Schwere Munition. Und das können wir nicht öffnen, weil uns da wieder diese komischen blauen Spulen fehlen.
So. Was bist du? Zoe Chandler. Heidi ho. Wow. You crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Ja, das kostet, ist auch nicht schlecht. Du klingst verwirrt, vielleicht ist auch eher eine Schraube locker. Only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my serial dramas. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Mhm. I'm great at clarifying. Ja, wirst du hier gefangen gehalten? Warum ist sie hier so rumgelaufen? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. Also ist sie Anführerin oder was? I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. Mhm. Ich wollte eigentlich noch was anderes, okay? I've got all the time in Halcyon. Mhm. Keine Ahnung, was ich jetzt von der halten soll. Sie wirkte ja nett, ne? Dann gehen wir hier nochmal rein. Ah, diese blauen Dinger fehlen uns einfach. Ah, ich glaube, so einen Raum hatten wir ja schon mal, oder? Also mit Munition können wir uns auch totschlagen. Oh, schöne Schüssel. Eine Space-Schüssel. Na, vielleicht gibst du der Dame noch irgendwie einen Auftrag. Dann wissen wir zumindest, wo sie schon mal ist. Ah, hier sind wieder Minen. Kommen wir von hier aufs andere Gebäude? Ich glaube zwar nicht dran, aber hey. Geronimo, ja, komm mal. Gibt's hier auch tolle Sachen? Das Leben schöner machen? Hm. Leider nein. Ich hab's vergessen. Ich vergesse es immer wieder. Nicht einfach runterspringen. So. Avati! Genau, komm mit. Dame. Ah, fuck you. Ah, da war eine Mine. Ich hab sie übersehen. Oh, hier ist eine Leiche. Wir werden bestimmt beobachtet. Ja, zu spät. Ah, Troll. Wow,
weg hier, Parvati! Die mag ich nicht, die sind uncool! Die sind uncool! Parvati! Okay, ich bin gegen Stein gelaufen. Hätte mich mal heilen sollen, ne? Verdammt. Ach. Aber die haben alles entdeckt, okay. Gut, gucken wir jetzt mal nicht nach dieser Leiche. Ich habe immer noch nicht das geheime Rezept gegen diese Viecher da. Vielleicht sollte ich auch mal mehr die Fähigkeiten benutzen. Und die bringen bestimmt jede Menge Erfahrungspunkte. Ich könnte sie auch hier reinlocken, die Gorillas, ha? Das geht? Es wird ein blutiges Sandwich. Wir mittendrin. Das ist natürlich doof. Aber vielleicht bekämpfen sie sich ja gegenseitig. Das wäre wieder vielleicht gut. Heidi ho! Komm mal raus da. Incoming. Gut. Komm, 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 komm. Parvati. Komm, 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 komm. Wuhu. Okay, ich bin... Ah, ich kann nicht klettern, oder was? Scheiße. Ah, Parvati. Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich will doch kämpfen. Oh nein, Parvati, nicht sterben. Ich arbeite dran, ich komme hoch, ich komme hoch! Ah, diese scheiß unsichtbare Wand, ey, fick deine Mutter! Naja, Parvati ist hin. Euch alle. Ich liebe dieses Gewehr. Das ist mein Gewehr. Ah, Parvati, wir haben es geschafft. Diese dreckigen Höhlentrolle. Diese Waffe ist gut. Na, das ist mein Boomstick, mein Freund. Gehen wir mal auf Leichenjagd hier. Und ich hoffe, die haben einen Händler. Wehe, die haben keinen Händler. Na, hat einen Brief dabei gehabt. Oh, wir sind bestimmt gleich voll. Gut, der hat Beinchen verloren und wir haben Konzernabzeichen gefunden. Ich habe vergessen, was man damit machen kann. Es wurde definitiv gesagt. Aber wir haben es. Sind hier noch mehr Gorillas? Ah, das sind irgendwelche Teufelsfüchse oder sowas. Aber wenn wir schon mal hier sind... Möterheuler. Okay, die sind nicht so gut.
mal. Boah, Killmaschinen hier. Kann es sein, dass ich überlastet bin? Nee. Pava hat die Dubelspitze. Ich weiß noch nicht, wozu man diese Tierteile braucht. Okay. Dann hauen wir mal ab hier. Aus der Sackgasse des Todes. Ich lasse die Gegner doch noch spawnen. Alter, das war ein gutes Schlachtfest. Und das war auch wirklich, glaube ich, eine gute Idee, dass wir quasi, die Trolle oder gut, also immer für Viecher sind. Wie hieß du nochmal? Wird nicht mehr angezeigt. Na gut, es war auf jeden Fall keine dumme Idee, die hier anzulocken. Weil so muss man gegen diese Söldner gar nicht kämpfen. Nur gegen die restlichen Godzilla da Typen da. Ah. Überleben. Du bist überladen. Achso, überladen. Weil du zu viele Dinge trägst. Solange du überladen bist, kannst du weder sprinten, noch schnell reisen, um deine Traglast zu reduzieren. Kannst du Gegenstände verkaufen, fallen lassen oder zerlegen. Deine Traglast wird oben links im Register angezeigt. Danke. Zerlegen. Wir können Dinge zerlegen. Das ist ganz gut. Müssen wir den ganzen Scheiß nicht so mitnehmen. Und gucken wir mal. Weil ich glaube... Oh, eine neue Waffe. Schaden pro Sekunde. Stufe 6. Stufe 5. Kleidungsstücke haben wir. Oh, jede Menge Kleidungsstücke haben wir gefunden. So, können wir das irgendwie inspizieren? Gut zerlegen. Die Rüstung wird ja viel liegen, oder? Wieder im Geschäft. Schloss knacken plus 5. Hm. Nahkampf. In der Nahkampf. Wohl Pavati können das ja gebrauchen. Die rennt ja in den Nahkampf, ne? Ein zumindest davon. Was war das? Tarnung brauchen wir nicht. Mal weg. Ah, hier können wir einen Vorteil nehmen. Hm. Vorteilspunkt. Du bist sehr effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Vielleicht hättest du Lastenträger werden sollen. Okay, da können wir Dinge tragen. Deine Begleiter können dir noch eine Menge übers Töten beibringen. 50% EP von Begleitertötungen. Händler, Grundleben. Taktische Zeit. Ah, das können wir auch erhöhen. Ist ja alles brauchbar, verdammt. Du kümmerst dich besser um deine Waffen und Rüstungen als die meisten. 25% Haltbarkeitsverlust. Ich glaube, das wollte ich letztes Mal schon machen. Was haben wir hier? Munition.
glaube ich. Aber hier auch Packesel. Packesel oder Haltbarkeit? Ach, ich nehme Haltbarkeit. Ach, das kann man mehrfach aufrüsten. Nee, doch nur einmal. Jetzt sind wir von 90 auf 140. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir hier noch? 20 Punkte. Warum kann ich da nichts hinpacken? Achso. Hä? Tarnung und Hacken hätte ich gerne noch ein bisschen was. Führung. Oh, Führung müssen wir auch mal ein bisschen machen. Fernkampf. Dialog. Und dann packe ich den Rest. Hier nochmal 2 Punkte rein, hier 3. So, dann können wir jetzt wieder ganz viel tragen. Können wir nicht öffnen. Haben wir geöffnet. Ach, mehr Leute waren hier nicht. Vielleicht sind sie auch weggerannt, wer weiß. Ich sehe keine Leiche mehr. Den am Baum hatten wir schon. So, jetzt können wir links oder rechts. Sehr kompliziert. Guck den kleinen Ort hier noch an. Dann haben wir den auch gleich entdeckt, aber... Und auch alles Häuser... Oh doch, hier kann man reingehen. Okay, hier war mal jemand drin. Kann nur bedeuten, dass da drin vielleicht irgendwas ist, uns gleich angreift. Gut, dann gucken wir doch mal. Oh, da ist verschlossen. Aber vielleicht kommen wir von hier rein. Nee, sieht nicht so aus. Ah, eine Spule. Leerer Schrank. Ach, wieder was zum Einatmen. Aber dann sind wir... Oh, doch, hier war noch was. Leichte Munition nehmen wir doch mit. Mülleimer habe ich übersehen. Was haben wir da drüben? Ist das eine Spule? Nein, es ist ein Aschenbecher. Hatten die ganzen Leute da getötet? Okay, hier ist ein Bett. Das ist wie bei mir zu Hause. Vor dem Bett liegt auch Munition bei mir. Überbrückungskontakt. Leerer Schrank. Space-Schüssel. Hässlichste Waschbecken ever. Und die Dusche müsste auch mal gereinigt werden. So, musste mein Kaffee gerade mal wegstellen. Ja, dann kommen wir da nicht rein. Was ist das denn? Hm,
Egal, wir sollten jetzt langsam mal quatschen gehen. Da kommen wir auch nicht ran. Ah, hier ist noch eine Truhe, die ich übersehen habe. Noch mehr Munition. Ah, hier haben sie schon ein paar Möter getötet. Move along, Stranger. We don't want any trouble. Ja, ich will auch keine Schwierigkeiten. Ich mache nur Schwierigkeiten. Was hat denn da so gehakt? Heidi Ho. Grace Romeo. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Ich glaube, das Geokraftwerk haben wir gerade gesehen. Weed hat etwas von ehemaligen Mitarbeitern erzählt, die draußen in der Wildnis hausen. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Also nix klauen. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Aha. Kein Bock mit mir zu reden? Das ist aber ärgerlich. Ärger mit Plünderern können wir uns vielleicht gleich ein bisschen einschleimen. You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if Marauders got to. Ja, die haben wir ja gefunden. Ich halte ein Auge offen. Du könntest ja nach ihr suchen. Sag mir nicht. Könnt ihr dir auch eigentlich sagen, wo die ist? Ich sag erstmal, ich halte ein Auge offen. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging. But that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Pale's a wide place. She could be anywhere. Warum soll ich nach Hinweisen suchen? Wir wissen doch, wo die ist. Appreciate it. Honest. Hä? Willst du mich verarschen? Hier, ich kann dir gleich sagen, wo die ist. What is it? Was gibt's? Ich habe Fragen über Zoe. Nein, ich habe eigentlich keine Fragen über Zoe. Ich will dir sagen, wo sie ist. Die ist da vorne. Haben sie auch gerade gesehen. Ah, nee. Das ist ja doof. Also, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Was? Ach, haben wir nicht angewendet oder was? Du hast Trefferzonen für die taktische Zeitdilation freigeschaltet. Ah, endlich! Treffer in verschiedenen Körperzonen in der TZD verstümmeln. Oh, verstümmeln. Oder verkrüppeln diese Körperteile. Ich liebe sowas. Probier unterschiedliche Zonen aus. Ja, mache ich doch, um die verschiedenen Effekte zu erfahren. Brusttreffer verursachen je nach Waffe unterschiedliche Effekte. Ja, wir schießen lieber auf die Beine, auf die Typen, die uns da irgendwie... Die Leute, die Zweihandwaffen haben, schießen wir in die Arme, damit sie Zweihandwaffen nicht mehr nutzen können. So, wollen wir jetzt, ich will jetzt das eigentlich mit Zoe klären, damit wir das nicht mehr haben. Hier nehmen ein paar, blablabla. Weil ich hoffe mir eigentlich, das schnell fertig zu kriegen. Vielleicht müssen wir nur einmal ihr Haus durchsuchen und dann können wir sagen, ah, wir haben Zoe gefunden. Hoffentlich. Gehen wir mal rein. Oh, wir sind im Zoe-Haus. Oh, toll sieht das hier aus. Zoes Tagebuch interessiert mich nicht. Ich habe es doch eigentlich schon gesehen. Auch hier müsste mal... Oh, Terrormonarch. Osterstehlen. Meins. Kann ich das im Schiff aufhängen? Noch ein Tagebucheintrag. Faszinierend.
So, haben wir gemacht. Oh, gibt 1500 XP dafür. So, jetzt renne ich mal zurück. Finde Zoe. Haben wir eigentlich gemacht? Habt ihr den Händler hier? What is it? Jetzt muss ich da echt hinlaufen. Nee, komm, dann reden wir vorher nochmal mit dem Typen. Nicht, dass der uns ja auch noch eine Aufgabe gibt und... Verbockt haben wir noch gar nichts, Gott sei Dank. Dann überbringen wir erstmal die Nachricht und dann können wir immer noch zurück. Vielleicht finden wir hier noch einen Händler. Hallo, gibt's hier einen Händler? Nein, gibt's hier nicht. Auch nicht aus wie ein Händler. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Aha. Der notgeile Thomas. Werkbank. Das wird wohl das Gerät sein, ja. Auf den Thomas habe ich jetzt keine Lust. Nö, gibt hier anscheinend, Pseudo-Apfel. Überbrücker. Ah, vielleicht müssen wir sie später alle töten, dann wissen wir schon, wo die Sachen sind. So. Schick, schick. Ja, dann leuchten Augen. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Na, wir haben jede Menge Fragen. Du musst Abidel sein. Ja, müssen wir ja. I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Ja, versuchen wir ein bisschen Smalltalk zu machen, bevor wir gleich hier mit dem Weed kommen, ja? Na komm, wie ist... Das ist dein Gewächshaus? Wow! Oh dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe. And the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Ich glaube, die hat ein paar ihrer Pflanzen geraucht. Was haben wir so? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, hier draußen etwas zum Wachsen zu bringen. Lustig. Ich wusste gar nicht, dass man auch Bockmist in einem Garten anbauen kann. Na komm, sind wir mal höflich. The soil around the Vale went sour years ago. But I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love and a heaping pile of special fertilizer. Eine Prise Liebe. Das hören die Konzernleute bestimmt nicht gern. Sie so, es ist draußen ein Zuhause aufgebaut, ja. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So like the spores of the puffball cast on the wind and alighting on fresh soil. We put down new roots. Ja, du hast dir einen fürchterlichen Ort ausgesucht, um neue Wurzeln zu schlagen. Wieso hast du ein altes Zuhause verlassen? Das ist eine gute Frage. It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that
Sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Gut, genug Smalltalk. Reed hat mich geschickt, um Frieden mit dir zu schließen. Warte mal. Bin ich verwirrt, ein Typ, der uns noch den Auftrag gegeben hat? Egal, machen wir mal. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Ah, was ist das Richtige? What's Reed's idea of peace, then? Ja, ihr lebt von der Energie, die der... die der Stadt gehört. Kommt zurück zur Konservenfabrik. Das ist aus schon alles. Reed bitte dich, noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens, Wiedergutmachung zu leisten. Irgendetwas mit entweder ihr kommt in die Stadt zurück oder verliert eure Energie. Ich habe nicht richtig zugehört. Das ist meine Antwort. Ich habe wirklich nicht richtig zugehört. Ich habe schon wieder vergessen. Komm, machen wir. I can't say I blame you. Reed is positively soporific. Yeah. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Ja, ich meine es ernst. Ich werde eure Energie abschalten. Reed hat mich gebeten, eure Energie zu ihm umzuleiten. Er hat Geothermie... Kraftwerk erwähnt, ja. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Sure. Euer Lager hat einen Energieregulator. Den brauche ich, um mein Schiff zu reparieren. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater. And toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Hmm. Seems the sort of thing a hero would do. Oh, die einen Held hervorbringen könnten. Aber wir sind Han Solo, Mann. Wir wollen kein Held sein, wir wollen hier weg und wir wollen Geld. Was hast du gegen die Stadt? Ja, sie mag die Konzerngeschichte halt nicht, ne? Und die totale Überwachung und Arbeiten und keine Freizeit etc. Ich habe nicht vor, mich eurem Problem zu verwickeln zu lassen. Ich will einfach nur mein Schiff reparieren. Versuchen wir mal die neutrale Schiene. Well, if it's all the same to you, then you ought to divert power over to us, shut down Reed's cannery and scrap it for parts. Ich überleg's mir. I trust you will listen to your conscience. Ach, auf mein Gewissen. Das Gewissen ist irgendwo, keine Ahnung, aber nicht in mir. Es gibt so tolle Sachen, die man hier stellen kann. Was mich mal interessieren würde, ob ihr einen verfickt nochmal, Entschuldigung, einen Händler habt. Ich glaube, bevor wir hier wegfliegen. Also, ich bin mir noch immer unschlüssig, für welche Seite ich mich entscheiden soll. Magnetdietrich. Zu wenig von denen. Ich habe nichts gemacht. Oh, könnte das ein Händler sein? Deserteur? Hallo, Deserteur? Okay, hier war mal ein Händler. Cool. Hippies. Ich glaub bloß, ihr treibt keinen Handel mehr. Ich haben Waren. Ware. Du haben wollen. Hallo, Stefan. Ich habe ganz tolle Ware. Möchtest du die haben? Danke für die Unterhaltung.
Ist ja auch blöd, wenn man nur in der Konzernwelt quasi die Sachen los wird. Hallo? Hm. Wo war denn der Thomas? Der Thomas war doch auch um die Ecke. Hier war doch hier, ne? Oh, didn't see you there. I was, well, I was just occupying myself with a little engineering. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. Tja, was? Du siehst nicht gerade aus, als ob du aus der Stadt kommst. Oh. Soll ich das als Kompliment verstehen? Well, what I meant was you're reasonably well armed and don't look stricken with plague. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying to everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Hm. Ah, komm, bring mir mal was bei, ja? Zum Lernen ist es nie zu spät. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of three. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Wirklich dankbar. Was meinst du mit wirklich dankbar? Du hast zwei... I wish I knew. I wager the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Hm, okay. Ich hoffe, du kannst auch bezahlen. I'll pay you for every pad you bring me. If, by some miracle, you can bring me the full set, I'll give you something pretty I've been saving for a lucky day. Okay. Sag dir Bescheid, wenn ich irgendwas finde. Would you? I'd be grateful. Ja, sind wir nett, ne? So. Das heißt, wir müssen zur Konservenfabrik. Müssen wir nicht eh zur Konservenfabrik, um die... leite den Strom um. Aber wir sollten doch... Okay, da müssen wir jetzt den Strom umleiten. Finde die drei Bände. Finde Zoe. Müssen wir eh eigentlich zurück, ne? Zoe war ja hier, glaube ich. Schrottplatz. Ach, machen wir eine Schnellreise. Gut, ich werde mal die Sachen veräußern, die wir haben. Und danach gehen wir zu Zoe. Dann suchen wir ein paar Bücher. Ne, damit der junge Mann sich weiterbilden kann. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.